Berlin vor wenigen Minuten. Es landet die Air Force One. Es landet der mächtigste Mann der Welt. Eigentlich ein Heimspiel für Barack Obama, den sie hierzulande immer noch lieben als den US-Präsidenten der Bürgerrechte und freien Gesellschaft, als den Anti-Bush. Doch ausgerechnet unter Obama haben die USA die Welt in einem Maß ausspioniert, das bislang kaum vorstellbar schien. Aber Milliarden E-Mails, Telefonate, Chats, SMS wurden gespeichert, ohne Verdacht, einfach so. Ich sage hier unmissverständlich, wenn Sie US-Bürger sind, darf unser militärischer Nachrichtendienst NSA Ihr Telefon nicht abhören und auch nicht Ihre E-Mails abfangen. Er darf das nicht und hat das auch nicht getan. Aber bei allen anderen Bürgern dieser Welt, besonders in Deutschland. Das zeigt eine Karte, die die britische Zeitung The Guardian im Zuge der NSA-Enthüllungen veröffentlicht hat. Rot steht für extrem viel, gelb für viel, grün für wenig Spionage. Unter den Verbündeten wurde kaum ein Land stärker abgehört als Deutschland. Das ist ganz eindeutig ein unendlich viel größerer Skandal als der Datenabzug in dem Watergate-Skandal in den USA, weil ein Zigfaches an Bürgerinnen und Bürgern rund um den Erdball davon betroffen sind. Der Skandal nimmt am 20. Mai seinen Lauf, als ein 29-jähriger Amerikaner in Hongkong landet. Edward Snowden hat Hawaii unter einer Legende verlassen, denn der Computerspezialist arbeitete dort für den mächtigsten US-Geheimdienst, die NSA. Snowden fürchtet um sein Leben. Er weiß, die USA werden alles versuchen, um ihn zu erwischen. Im Stadtteil Kowloon taucht er unter. Wir machen uns auf Spurensuche. Hier im Mira-Hotel steigt Snowden ab. Das Mira ist ein Designer-Hotel, nicht ganz billig. Er mietet dieses Zimmer ganz normal unter seinem Namen und gibt sein bislang einziges Fernsehinterview. Darin rechtfertigt er seine Enthüllung. Ich bin nur ein ganz normaler Kerl, der jeden Tag in seinem Büro sitzt, sieht, was da alles gemacht wird und sich denkt, es kann nicht sein, dass wir das allein entscheiden. Die Öffentlichkeit muss entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Kurz danach checkt Snowden aus und verschwindet irgendwo in Hongkong. In den USA wird vermutet, er könnte ein chinesischer Spion sein. Und in China wird in der Öffentlichkeit gefordert, Snowden zu schützen und sein Wissen gegen die USA einzusetzen. Wir rufen in der zuständigen Abteilung des Hongkonger Regierungschefs an, wollen wissen, wo Snowden steckt. Steht er unter Chinas Schutz? Kann er sich frei bewegen? Kein Kommentar von den Offiziellen in Hongkong. Gestern meldet sich Snowden in einem Internetchat zu Wort, beantwortet Fragen. Er beschuldigt die USA der weltweiten Spionage. Das US-Konsulat in Hongkong. Es heißt, es sei auch das CIA-Hauptquartier in der Stadt. Als wir beginnen zu filmen, bekommen wir die Nervosität zu spüren. Ein Sicherheitsbeamter will unsere Ausweise sehen. Warum sollten wir das tun, fragen wir. Die Antwort, wenn Sie mir Ihre Ausweise nicht zeigen, sind Sie verdächtig. Ja, es sei eine freie Stadt, aber unter den derzeitigen Umständen sei das nötig. Die Lage ist angespannt. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Supermacht USA. Es begann alles vor über 10 Jahren am anderen Ende der Welt. Am 10. März 2002 treffen sich in einem Hotel in Neuseeland die Chefs der englischsprachigen Geheimdienste. Sie trauen ihren Ohren kaum, als CIA-Direktor George Tenet erklärt, es gebe nichts, wovor sie nun zurückschrecken würden. Was Tenet damit sagen wollte: Amerika befindet sich im Krieg mit Al-Qaida. Das hat alles verändert. Sehen Sie, es geht hier um Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit. Um unser Handeln zu beurteilen, müssen wir alle Begleitumstände mit einbeziehen. 3000 Tote, das hat die Rechnung eben ein wenig verändert. Der Plan, Bürger anderer Staaten werden gezielt ausgespäht, die gewonnenen Erkenntnisse an die Staaten der Abgehörten weitergereicht, so werden Landesgesetze und Bürgerrechte umgangen. Der Zweck, die Verhinderung eines zweiten 9/11, heiligte alle Mittel. Nie wieder sollte es einen Angriff geben, weil Hinweise übersehen, unterschätzt oder gar ignoriert werden. Das Geld für den massiven Ausbau der Überwachung kam aus dem US-Verteidigungsministerium.
$200 Millionen für ein streng geheimes Projekt. Alle elektronisch verfügbaren Daten soll Amerikas Abhörbehörde NSA nach verdächtigen Verhaltensmustern durchsuchen, um so Anschläge zu verhindern. Um erfolgreich zu sein, brauchten wir zwei Dinge: Geheimhaltung und Macht. Aber wir leben in einer politischen Kultur, die zwei Dingen grundsätzlich misstraut: Geheimhaltung und Macht. Die Idee von der totalen Überwachung widerspricht diametral der amerikanischen Geschichte und Kultur, aber deshalb ist die Idee ja nicht falsch. Unter dem Namen PRISM, zu Deutsch Prisma, wuchs unbemerkt von der Öffentlichkeit der Überwachungsstaat. Mitten in New York betrieb der Telefonkonzern AT&T einen der wichtigsten Knotenpunkte für den globalen Internetverkehr in einem fensterlosen Hochhaus. Dort hatte er der NSA einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem sich der Geheimdienst in das Netz einklinkte. Daten aus 1,7 Milliarden E-Mails und Telefonanrufen täglich wurden auf diese Weise gesammelt. Der Anspruch ist eine Totalkontrolle der Telekommunikation auf der ganzen Welt, um auf allen möglichen Aufklärungsfeldern, internationaler Terrorismus, aber auch Politik und Wirtschaft, Informationen für die Regierung bereitzustellen. Und auch Deutschland nutzt diese Daten, da sind sich Experten sicher. Zum Beispiel im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum der deutschen Sicherheitsbehörden in Berlin-Treptow. Ich sehe das schon sehr kritisch, dass dieses PRISM-Programm teilweise sogar mit dem Argument verteidigt wird, wir seien auf diese Daten aus den USA angewiesen, die im Rahmen einer Vollüberwachung gewonnen werden, die nach unserem Verfassungsverständnis unzulässig wäre. Doch die Bundesregierung will keine Ahnung haben, von dem Spitzelprogramm nie etwas gehört haben. Wir haben Presseberichte, ausführliche Presseberichte, und die müssen nun überprüft werden. Wir müssen herausfinden, was ist wirklich geschehen. Die Überraschung der Bundesregierung ist gespielt. Sowohl der Bundesnachrichtendienst als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind sehr genau darüber unterrichtet, mit welchen Schwerpunkten, mit welchen Mitteln, mit welchem Ansatz die NSA Spionage betreibt. Damit sind auch die vorgesetzten Dienststellen, das heißt das Bundeskanzleramt und der Bundesinnenminister, sehr genau unterrichtet worden. Das würde bedeuten, dass Bundesbürger ohne konkreten Verdacht abgehört und bespitzelt wurden, ohne dass die Bundesregierung dagegen eingeschritten wäre. Wenn die Bundesregierung von diesen Abschöpfungsaktionen gewusst haben sollte und wenn sie gleichwohl davon abgesehen haben sollte, dagegen einzuschreiten, dann wäre das aus meiner Sicht ein Verfassungsverstoß, nämlich eine Verletzung der ihr zum Schutze der Grundrechte der Bürger obliegenden Schutzpflicht. Jetzt, so heißt es, will Angela Merkel US-Präsident Obama zur Rede stellen. Irgendwie absurd. Der Bundesnachrichtendienst plant selbst, €100 Millionen in ein ähnliches Schnüffelprogramm zu investieren, vielleicht um den Amerikanern auch etwas anbieten zu können.